So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, mal wieder ein seltenes Magazin bei mir. Und ja, es geht doch. Der ein oder andere weiß, was ich meine. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt um Spirits frei und ungezähmt. Magazin Nummer 1 für 4,50 Euro. Und ja, was meine ich damit? Kein Plastikschrott, sondern eine Sammel- und Spielfigur. Das ist natürlich richtig genial. Und hier unten ist Kleber drauf. Da war was drauf. Aber bei Edeka gestern gab es nur dieses Magazin, ein einziges. Ich wusste erst nicht, was hier vorne drauf ist. Habe natürlich jetzt zu Hause umgeblättert. Da gehört eigentlich ein Bogen mit 6 Sticker. Seht ihr das? Ah, ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf auf die Sticker, dass die fehlen. Ich will es ja euch einfach nur präsentieren. Und seht mal, es gibt 3 verschiedene Sammel- und Spielpferde. Größte, kleinste, schönste. Habe ich auch erst am Anfang nicht gewusst, dass es 3 verschiedene gibt. Und ich habe zum Glück das mit den schönsten Pferden. Und ja, warum habe ich mich gefreut? Kein Plastikschrott, es geht doch. Warum geht das nicht bei anderen Magazinen? Richtig cool. Gucken wir uns auch gleich an und testen den mal. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt um Spirit frei und ungezogen. Magazin Nummer 1. Das, was eigentlich vorne dran ist. Hier habt ihr was auszumalen. Und ja, ich weiß es jetzt. Es ist ein Film, eine Serie. Ich hatte ja schon mal einen Bock, das Magazin angeboxt, aber mit einem anderen Titelnamen und schon länger her. Aber diesmal wieder, ich habe mir gedacht, so eine schöne, coole Sammelfigur der ein oder andere mag es. Seht ihr, Merchandising, es gibt alles davon. Klamotten, Filme, Spiele, oh, verschiedene Pferde in so Tüten. Ah, ich versuche mal unter ein Video zu verlinken. Sicher und bequem auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber immer schauen, was ich von Spirit finde. Also unter dem Video. Seht ihr, das sind die 3 Pferde, die hier drinne sind. Ich habe jetzt den gefleckten, das ist er. Er gehört ihr. Also, wenn ihr ein anderes Pferd haben wollt, müsst ihr natürlich die Magazine hin und her gucken, wo es eben drinne ist. Das, was ihr wollt. Rätselspaß. Kleines Mini-Poster. Oh, hier sind mehrere Poster. So, dann gucken wir uns die natürlich mal an. Erste. 2 kleine. Okay, da sind die Pferde jetzt abgebildet. Dann haben wir noch eins. War nämlich 2 Poster und 4 Seiten. Hier ist es. Wo es alle 3 drauf sind. Und hier auch nochmal. Also, ihr wisst, ich brauche die Poster nicht. Ich kann damit nicht anfangen. Ich präsentiere euch nur, was da so drin ist. Und dann gibt es natürlich die Zeitschriften, Taschenbuch, Tagebuch, Schulutensilien. Hier habt ihr wieder was auszumalen. Bestell- und Gewinnspiele kennt ihr ja. Rätselspaß mit Malen. Ja, wie man Knoten macht oder was flechtet. Dann seht ihr hier kleine Postkarten. Das sind sie. Sind natürlich cool gemacht. Schöne Motive. Kann man nicht anderes sagen. Aber nichtsdestotrotz freut mich das hier am besten, dass es geht. Und kein Plastikschrott. Und sowas von Mickey Mouse oder sonst irgendwas. Wäre richtig cool. Aber jetzt schauen wir uns das Pferd mal an. So, es ist nicht ganz hartes Plastik. Man könnte es mit Gewalt, nee, man kann es rausziehen, abbrechen, aber trotzdem ein schönes Objekt. Wie groß ist es? Wartet mal, ich habe eine Minifigur hier, die ich gestern angeboxt habe. Seht ihr eine Lego-Minifigur? Jetzt wisst ihr, wie groß das Pferd ist. Ungefähr so wie eine Lego-Minifigur. Und in Breite 2-mal so breit. Tiefe, ja, ihr seht es. Altes ungefähr wie eine Lego-Minifigur. Ist nicht schlecht. Zum Sammeln, Spielen ist es natürlich witzig. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare. Wie findet ihr das Magazin? Habt ihr es vielleicht schon? Habt ihr euch das 3-mal gekauft, weil es ja 3 verschiedene Pferde gibt? All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren.
Ihr wisst ja, für mich und alle anderen natürlich. Ich versuche natürlich von Spirit unter ein Video was zu verlinken. Sicher, bequem auf jeden Fall. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.